Das ist das älteste Restaurant in ganz Berlin und wir probieren das jetzt einmal gemeinsam aus. In Berlin-Mitte gibt es das Restaurant zur letzten Instanz, das 1621 gegründet wurde und somit über 400 Jahre alt ist. In meiner Videoreihe der deutschen Restaurants darf dieses Lokal demnach nicht fehlen, das vor allem bekannt für die Grillhaxe vom Schwein ist, die ich auch bestellt habe. Ich dachte vom Gesamteindruck erst, dass es sehr klassisch wird, doch die Anrichtung ist sogar etwas moderner als gedacht, was mir optisch bereits sehr gefallen hat. Die Kruste sieht nicht nur hart aus, sondern ist es auch. Man muss es definitiv mögen, aber in der Regel weiß man das, wenn man die Haxe auch bestellt. Unter der Kruste verbirgt sich unfassbar zartes, aromatisches Fleisch, das richtig saftig ist und sich perfekt vom Knochen löst. Zusammen mit der dunklen, herzhaften und etwas süßlichen Soße ist es genauso, wie ich es mir bei diesem Gericht wünsche. Die Soße ist zwar nicht so stark abgebunden, passt aber mit dem Kartoffelstampf gut zusammen, der eine überraschend intensive Muskatnote hat. Ich liebe würzige, intensiv schmeckende Gerichte, daher war das für mich genau on point. Auch das hausgemachte Rotkraut hat ein sehr würziges, passendes Aroma. Für mich definitiv ein absolutes Wohlfühlgericht. Das war richtig lecker, also ab zur letzten Instanz nach Berlin-Mitte.